Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Wir machen weiter mit Factorio. Erstmal, Sapphire, vielen Dank für den Sub, vielen Dank für den Support. Wie viele Monate haben wir denn schon? Warte. 18 Monate schon. Alter Falter, vielen Dank dafür. Und ja, moin Knight, moin Jin und moin Wolfi, herzlich willkommen. Und moin Jan. Und der Nächste, moin Falo. Ja, was machen wir heute? Ich muss zugeben, heute wird das vielleicht ein bisschen trocken, das Ganze. Moin Triggerfinger. Wir werden heute Arkusphären sammeln und das, ja, man kennt das, ne? Wir fliegen hier mal hin, mal dahin und ja, wahrscheinlich erstmal nur das eine Asteroidenfeld, was wir ja eh schon haben, nämlich hier bei dem Narquium-Gedöns, denn hier sind zufälligerweise schon Raketensilos. Ja, und die werden wir einfach nutzen. Ich meine, wir haben auch Möglichkeiten, auch irgendwo dichter ranzugehen, wie hier Dark Flare oder Grapeshot zum Beispiel. Wären dichter dran, aber weil wir hier halt schon eine Infrastruktur haben, hätte ich gesagt, wir fliegen mal darüber und gucken uns mal an, wie das funktioniert. Also ja, wissen wir, weil es klappt oder läuft nicht anders als mit den Forschungskarten, außer eben, dass wir die speziellen Sonden dafür brauchen. Und die haben wir ja hier schon hergestellt, inzwischen sollten noch 48 da sein. Ja, sind 48 da, das passt. Also können wir dementsprechend gleich starten. Die Raketen dürfen wir nicht vergessen. Und ja, wir werden das nicht nur bei diesem einen Vorkommen so machen. Genau. Nee, wir werden das mit dem Schiff hier machen. Also, ja, hätten wir auch machen können, aber ist nicht so wild. Wir nehmen das Outposting-Schiff dafür und dann ist gut. Bevor wir jetzt jedoch losfliegen. Genau, ich würde nochmal eben ein paar Sachen nachregeln. Moin Stylehack, willkommen. Denn um diese Sonden herzustellen, da brauchen wir... Genau, Antimateria-Kanister. Und die lagern oder liefern wir noch nicht automatisch in den Hub rein. Machen wir jetzt noch nicht. Ich würde nochmal eben eine Handvoll irgendwo wegsnacken. Und das Zeug hier unten mit reinpacken in das System. Und dann können die, während wir unterwegs sind, gleich die nächsten Sonden herstellen. Reichen wird das wahrscheinlich nicht, aber das ist eine andere Sache. Ach, und wir werden gleich mal gucken, oder im Laufe des Streams mal schauen, ob unsere Forschung wirklich gut durchläuft oder nicht. Weil ich habe hier mal die Bergbauproduktivität angestoßen und 20.000... Ne, Deep Space 2 Pakete, das ist eine Hausnummer. Einfach mal so als Testlauf. Ja, um mal zu gucken, ob das Ding einigermaßen läuft oder eben nicht. So, Antimaterie geht ins Licht hier oben rum. Will auch nicht zu viel mitnehmen. Aber sollte gehen, ne? Ja, das ist okay. Wie viel braucht eine Sonde? 10. Ach so. Ja, warte mal. Dann nehmen wir gleich genug mit. Für eine ganze Kistenladung. Ob die das zeitlich packen, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ja, schauen wir dann mal. Wenn wir so mit dieser Arkusphären-Sammelaktion so einigermaßen durch sind, können wir heute noch mal gucken, dass wir hier in dem oberen Bereich der Space-Basis noch eine neue Fläche ausheben. Oder erschließen, besser gesagt. Denn die Deep Space 3 Pakete werden wir dann hier herstellen und die Vierer müssen wir da mal schauen. Ja, weil hier haben wir jetzt die 1er und 2er gemacht, das passt wunderbar. Und hier drüber machen wir dann diese ganze Arkusphären-Kacke, von der ich keine Ahnung habe. Aber mal sehen. So, das heißt, wir brauchen erstmal die 48 Sonden. Und ich werde mal von irgendeiner Forschungsanlage nochmal eben 48 Raketen wegsnacken und dann sind wir eigentlich good to go. Während wir da gleich rüberfliegen, werden wir gleich mal einen kleinen Blick in die heutigen Friday Facts reinwerfen, weil das wird richtig wild mit 2.0. Also wirklich vom Feinsten, ey. So, genau, 48 Stück, richtig. Wieder ordentlich Ressourcen verheizen, das mögen wir. Ich habe das Gefühl, wir haben mit 2.0 irgendwann ein komplett neues Factorio. Ne? Ich hoffe, die übertreiben das ehrlich gesagt nicht zu sehr. Ich mache mir da langsam Gedanken drüber, wenn ich ehrlich bin. Aber heute war schon wieder so ein Premium-Friday-Effekt. So, wir haben Sprit, wir haben Lebenserhaltung ohne Ende. Wir haben Eis ohne Ende. Ja. Brauchen wir noch irgendwas? Nö, ne? Ich glaube nicht. Warte mal. Strom machen wir da gleich temporär. Nö, die brauchen nur die Raketen und die Sonden. Jep. Sand. So, let's go.
Genau, dann, wie gesagt, wir sollten einigermaßen sicher sein. Warte, ich speichere jetzt nochmal eben. Kaum benutze, wir werden das auf jeden Fall benutzen. Warum, komme ich gleich zu. Pass auf, wir gucken da mal rein, damit jeder weiß, worüber wir sprechen. War das der hier? Ja, der war das. Wahnsinn. Genau. Und zwar Hochstapler, quasi, wenn man das so nennen möchte. Es ist möglich, mit dem neuen Update, ja, Items auf Leasebändern zu stapeln. Das macht nicht überall Sinn. Ja, Fado sagt schon, der wird das kaum nutzen. Wenn das auf das bezogen war, gibt ja noch ein paar andere Sachen, oder eine andere Sache, die hier kommt. Aber ich denke mal, wenn wir so am Anfang gleich wieder mit dem 2.0-Gedöns so eine Art Mainbus-Basis bauen, wäre es eine absolut geile Sache, wenn wir die Items, die wir auf dem Mainbus haben, einfach stapeln. Dann haben wir eine höhere, ja, Item-Komprimierung quasi auf dem Bus. Und das ist richtig geil. Na, das ist schon eine coole Sache irgendwie. Man kann das wohl mit der Forschung irgendwie höher stapeln lassen. Ich glaube, die haben sich für erstmal 4 Höhenstufen entschieden. Das ist auch völlig okay. Ja, das ist eine geile Sache. Und wenn man jetzt mal vom Mainbus dann weggeht und in die Maschinen reingeht, dann kann man sich ja vielleicht überlegen, ob man nicht diesen vielleicht 4-fach gestackten Bus in 4 einzelne aufteilt und dann 4 Maschinenstränge damit versorgen kann, mit einem Bus, der quasi vom Mainbus kommt. Und das ist eine ziemlich coole Geschichte, glaube ich. Kann man mal laufen lassen hier, oder? Also ich finde das schon geil. Da haben die sich so ein bisschen was von Dice Sphere Program, glaube ich, abgeschaut. Aber da fand ich das ehrlich gesagt nicht so cool umgesetzt. Das war irgendwie war das weird. Aber mal sehen. Natürlich verkompliziert das Ganze auch noch ein bisschen, aber ja gut. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Genau, das sind sie. Bulk Inserter. Ja, wir haben ganz normal diese normalen blauen Greifarme, die haben wir immer noch. Und wir haben dann die Möglichkeit, den Kram halt, wie gesagt, gestackt auf dem Fließband zu schmeißen. Kommt. Ja, ist ja egal, wann das kommt. Das lässt sich ja später super integrieren oder upgraden. Das ist egal. Na, das ist gar kein Stress. Ja, Bilder. Auch bei der Erzförderung eine super Sache. Finde ich mega. Und hier die neuen Förderer, die großen, die scheinen das sogar schon automatisch zu machen. Cool. Genau, was ich auch noch gelesen habe, oder was hier auch noch steht, es gibt keine Filter-Inserter mehr mit 2.0. Die machen das so, dass jeder Greifarm quasi diese 5 Filter-Slots hat. Ja, und dann kann man das dementsprechend einstellen und das ist auch richtig cool. Also Filter-Inserter sind Geschichte demnächst. Sagen wir ab August, Pi mal Daumen. Auch eine geile Nummer. Wobei, das ist ehrlich gesagt eher so eine Kleinigkeit, aber ich habe mir... Also wir haben das hier in dem Modpack, haben wir das schon oft genug gehabt. Ich habe mir immer gewünscht, dass diese Long-Inserter, dass die eine Filterfunktion kriegen. Ja, und genau das kriegen wir damit. Deswegen, geile Sache. Ja. Das Ergebnis könnte irgendwann so aussehen. Und noch geiler. Es gibt eine neue Belt-Stufe, was die Geschwindigkeit angeht. Weiß gar nicht, wie viel. Hier 60 Items pro Sekunde. Ja, der grüne Belt. Auch richtig cool, ne? Und jetzt überleg mal, du hast nachher ein Mainbus-System. Mit einem Green Belt mit 4-fach gestackten Items. Das sind einfach 240 Items pro Sekunde. Und das ist richtig heftig. Also, gefällt mir. Natürlich dauert das ein bisschen, bis man da angekommen ist, klar. Aber ich denke mal, dass wir, wenn wir mit 2.0 starten, dass es irgendwie wieder so ausartet, dass wir tatsächlich eine Mainbus-Base bauen, die auf jeden Fall Train-Support hat, was die Rohstoffe angeht. Und damit können wir ordentlich was machen, glaube ich. Ja. Das ist richtig krass. Ja, Rest ist erstmal egal, aber das ist mega. Also, ich glaube, das Gefühl, wir haben nachher ein ganz neues Factorio. Es kommen ständig neue Miner-Versionen. Aber 2.0 ist das neue Update, ja. Also soll angeblich laut dem Ankündigungspost von damals Ende August diesen Jahres oder im August irgendwann kommen. Pi mal Daumen, es gibt kein bestätigtes Datum dafür. Ja genau, natürlich, man braucht eine Weile, bis man so einen Verbrauch hat. Aber wenn ich so zurückdenke, dass wir teilweise Basen gebaut haben, die
Ja, 8 Bells Main Bus hatten, nur für ein Material wie Eisenplatten oder Kupferplatten oder noch mehr sogar. Das ist Geschichte, ja, und ich finde, das ist eine richtig geile Sache, um die Performance ein bisschen oben zu halten. Na, dafür gibt es genug andere Sachen, die die Performance runterdrücken, das ist klar. Aber dieser fette, aufgeblasene Mainbus, der muss gar nicht mehr sein. Weil du eben, wie gesagt, mit dem grünen Belt und den Bulk-Insertern 240 Items pro Sekunde darüber transportieren kannst, über ein Fließband. Und das ist geil. Das ist richtig gut. Ja, das wird was, glaube ich. Und die Änderungen sind schon massiv, also die Ergänzungen, Optimierung, was sie da alles reinstecken. Ich bin nachher generell mal gespannt, wie das dann mit der Performance ausschaut. Gerade wenn man dann irgendwann wieder anfängt, dann doch mal so eine Art Megabase zu bauen. Ja, mal sehen, mal sehen. Aber lassen wir uns überraschen. So, da sind wir, immer noch unterwegs. Wie lange brauchen wir noch? 6 Minuten 45. Jo. Ja, bis man so einen Verbrauch hat, kommt halt immer drauf an. Ich sag mal so, ich denke mal, diese Green Belts, die werden relativ weit hinten im Forschungstree sein, da bin ich mir ganz sicher. Und bis dahin hat man ja auch eine gewisse Verbrauchsmenge, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, die machen dann auch schon Sinn. Irgendwann, ja. Aber das macht gerade in Bezug auf Schaltkreismaschinen oder generell auf alle Maschinen, die relativ schnell produzieren, ist das ziemlich cool. Na, ja, weil du kriegst da wesentlich mehr raus über einen Belt. Boah, das ist schon geil. Wenn die jetzt nachher noch irgendwann so ein Feature droppen, dass es hier ist wie bei SE, dass du per Effektverteiler nur ein Gebäude versorgen kannst. Oder dass ein Gebäude nur von einem Effektverteiler quasi geboostet werden darf, dann wird es noch besser. Weil diese Effektverteiler-Stacking-Geschichte, das war noch nie so mein Fall, ehrlich gesagt. Landfill? Na gut, Landfill ist ja erstmal kein Problem mehr, weil du ja das Super Force Building auch noch bekommst. Also Blueprints quasi direkt auf Wasser. Mit Gebäuden und nicht nur mit Sand oder Landfill. Und das kommt auch noch dazu. So, wie schaut denn das hier drüben eigentlich aus? Alles voll, ne? Ja, mehr oder weniger. Achso, er ist gerade hier. Ha, na denn. Haben wir hier noch Forschungspakete? Ja. Der ist komplett am Chillen. Es ist eigentlich nur die Frage, ob wir genügend Würfel nachbekommen. Ja, anscheinend schon. Die Frage ist, wie lange? Na, müssen wir mal gucken. Weil ich glaube, also der Flaschenhals wird natürlich nachher wieder die Narquium-Verarbeitung sein. Oh, da wurde gerade 1600 Barren-Gedöns abgeholt. Schön. Aber wir haben an sich genügend Erzreserve. Ach so, genau. Ich habe hier die Crusher nochmal so weit gepimpt, dass wir jetzt quasi eine Lane Erz komplett durchheizen. Ob das nachher noch klappt, weiß ich nicht. Ne? Mal sehen. Aber das ist hier genauso wieder wie bei den anderen Paketen quasi auch. Wenn wir nochmal in das T3-Gedöns hier reingucken, dann sehen wir auch, ne, wir brauchen 4 T2-Wissenschaftspakete, um 6 von den T3 herzustellen. Also auch da haben wir so eine kleine Ersparnis wieder dabei. Obwohl das nur Fake ist, glaube ich. Ja, das gleiche ist ja bei den T2-Geschichten auch. Ne? Also genau, aus 2 mach 4. Ja. Ja, wie eben schon angekündigt. Das wird heute ein bisschen trockener, wenn wir die Akkusphären sammeln. Aber es bleibt halt nicht bei dem einen Vorkommen hier, was wir dann nutzen.
Das werden ein paar mehr werden. Moin Steffen, willkommen. Wir haben schon wieder 8 neue. Was fehlt hier? Achso, die Würfel. Ja, natürlich, klar. Ah, fuck. Ich habe vergessen, hier noch Narkium reinzuschmeißen. True. Naja, nicht so wild. Aber warte mal, wir könnten in der Theorie die Würfel auch von hier oben holen. Weil hier kommen ein paar mehr Würfel raus. Ach so, stimmt. Die gehen auch in so einen Bahnhof rein. Ja, cool. Das sollten wir bei der nächsten Tour vielleicht mal machen. Na, dass wir hier irgendwo noch einen Bahnhof reinquetschen. Dann kann nämlich diese olle Würfelanlage hier weg. Ist eh Schwachsinn, die hier zu stehen haben. Und dann liefern wir einfach die Würfel hierher. Das wäre auch so eine Maßnahme. Wenn die Würfel, die da oben rausgehen aus der Maschine, die gehen in die Forschung rein, glaube ich, ne? Ja, genau, richtig. Ach so, wir werden vielleicht später noch eine etwas andere Tour machen, weil wir brauchen wesentlich mehr von diesen Deep Space Forschungskarten als von den anderen. Ja, das habe ich ein bisschen unterschätzt, aber das kriegen wir hin, glaube ich. Da sind nämlich gar nicht mehr so viele von da. Ich glaube, bei dem würde es sich auch lohnen, den Kram später zu automatisieren. Aber ja, mal gucken. Die Frage ist halt, was brauchen wir denn noch großartig? Ich meine, klar, die Geschichten von den Forschungspaketen sind 2000. Das ist relativ wenig oder überschaubar. Wir brauchen aber auf jeden Fall hiervon noch ein paar Entwicklungsstufen, damit wir ein fettes Schiff bauen können. Na, das ist so der Punkt. Der Nexus braucht nochmal 2000. Also die Sachen, um das Spiel im Endeffekt nachher zu beenden. Es ist gar nicht mehr so wild. Aber die Sachen dazwischen und, ja, Raumschiff-Sieg, genau. Das ist der Punkt, auf den wir hinarbeiten. Also ich denke mal, einmal fliegen müssen wir mit dem Schiff noch. Also wir werden es nicht automatisieren. Ja, das können wir nachher auch nochmal eben schnell machen. Dann sind wir damit nämlich fertig mit dem Punkt. Und ganz ehrlich, so Sachen wie Bergbauproduktivität hier gerade, ne? Das brauchen wir eigentlich nicht. Ich will nur mal gucken, ob der Laden einigermaßen stabil durchläuft, weil ich denke nämlich nicht. So, wie lange brauchen wir jetzt noch? Minute 40? Na denn. Und dann holen wir gleich unsere ersten Akkusphären, sofern der Kram hier funktioniert. I don't know. Ja, bei den Akkusphären, es gibt so einen gewissen Punkt, nennt sich Diminishing Returns. Also je mehr Raketen und Sonden wir hier hochschicken von einem Asteroidenfeld, desto weniger Akkusphären bekommen wir nachher im Endeffekt raus. Also meine Idee wäre jetzt, dass wir zumindest mal hier diese 3, die wir so, oder diese 4 vielleicht, die wir so in der Nähe von Kalidos haben, dass wir da jeweils 48 Sonden nach oben ballern und dann mal gucken, was wir am Ende haben. Werden wir wahrscheinlich nicht alles heute machen, weil ich vermute mal, dass wir spätestens bei den Sonden, ja, haben wir ja auch jetzt schon so einen Produktionsengpass hinbekommen, aber das ist nicht weiter wild. Wie gesagt, hier müssen wir nachher nur noch die Würfel reinschmeißen. Und dann läuft das. Alle anderen Sachen haben wir da. Ja. Aber die ganzen Geschichten sind halt auch nicht mehr ganz billig, ne? Klar. Ja, und wenn wir diesen Raumschiff-Sieg irgendwann haben, dann werden wir das auch beenden. Also ich werde das Modpack nicht unnötig in die Länge ziehen. Auch wenn es immer noch Bock macht. Wobei das sich wahrscheinlich bald schlagartig ändern wird, sobald wir mit den Akkusphären anfangen, Dinge zu tun. Aber mal sehen. So, was haben wir denn? 26. Ah jo, Steffen, falls du noch da bist oder gerade zuhörst, du hast gestern noch reingesubbt, ne? 3 Jahre hat er voll gemacht. Holy shit, ey. Ja, da war ich gerade
Nicht ganz bei der Sache, glaube ich. Jo, vielen Dank. Also, das ist echt heftig, ey. 3 Jahre, Junge. Wahnsinn. Da sollten wir nicht parken. Ich gehe ein bisschen weiter weg. So. Wir bräuchten hier mal Strom. Irgendwie so quasi. Genau. Ja, genau. Oh yeah. Haben wir da irgendeine Verbindung irgendwo hin? Nee, die will ich auch nicht haben. Perfekt. Ja, weil ich faul bin, machen das die Bots einfach wieder, ja. Genau, dann könnt ihr den Quatsch schon mal machen. Ich nehme mal die zweite mit dazu. Aber wir brauchen die vier dann später nochmal für die anderen Karten. Na, da haben wir die quasi multifunktional. So, neues Schiff ist gerade da zum Beladen. Perfekt. Ja, bin ich gleich mal gespannt, was wir da rausbekommen. Well. Vielleicht sollten wir in Zukunft auch mal mehr Raketensilos mitnehmen. Wobei, eigentlich ist egal, ne? So. Wir wissen nicht, wohin mit den Akkus wären. Aber ich hab... Ach so, weil die voll war. Das ist schon mal gar nicht so wenig. Gut, aber wie gesagt, das wird mit jeder Sonde, die wir starten, wird es weniger. Oh, haben die instant getauscht, oder was? Oh, offensichtlich ja. Das Vorkommen hier ist relativ klein geworden irgendwie, ne? Oh, nur noch 2,4. Holy moly. Ja, der Bedarf steigt halt, ne? Alles nur Geschenksubs. Ja, Neid ist wieder ausgerastet, ne? Ja. Das ist krass. Aber wieso nicht? Moin Bandkartoffel, willkommen. Ja, ich habe schon richtig Bock, wenn ich die Teile hier sehe, ne? Nicht. Ach so, genau, ich habe hier mal den Generator noch rumgebaut. Ich hatte erst so einen kleinen Energieengpass mehr hier. Weil hier kein Sprit mehr drin war. Also er hat tatsächlich seinen Sinn und Zweck mehr oder weniger erfüllt. Aber jetzt können wir die Kiste abreißen. Ach so, warte mal. Keine Ahnung, ob wir da genügend Platz für haben hier. Und selbst wenn, es ist halt auch nur Eis. Warte mal. Pana Orbit. Ja gut, das ist kein Stress. Müsste hier oder so gewesen sein, ne? Slit Eis? Nee, Pana. Genau, richtig. Da haben wir schon Verteidigungsgedöns. Gar kein Problem. Das läuft. So, aber nee, wie gesagt, der zweite hier, wir hatten vorher nur einen hier stehen, das war auf jeden Fall erforderlich.
Weil Energie hat nicht gereicht. Da ja nur ein so ein Ding rauskommt, dann können wir das doch bestimmt ein bisschen beschleunigen, oder? Komm. Sag mal, stehen die hier Schlange oder was? Offensichtlich ja. Warte mal. Naja, nicht wirklich. Nee, nee, passt schon. Also wir haben schon 40 jetzt von denen. Ich habe auch ehrlich gesagt gar kein Gefühl dafür, was man oder wie viele man davon nachher braucht, ne? 49. Letzte Mal ein Meteoriteneinschlag. Ne, seitdem die Orbit-Geschichten auf unseren Outpost-Planeten umgebaut sind, gar nicht mehr. Überhaupt nicht, ne? Der einzige Punkt, der immer so ein bisschen fragwürdig ist, ist hier der Asteroidengürtel. Weil der wird nicht regelmäßig angeflogen. Wir brauchen nicht so viel von dem Methaneis, aber wir haben hier, ja, da ist noch ein bisschen Munition drin, aber nicht mehr so viel. Also hier kann das irgendwann mal ein Problem geben. Und hier haben welche auch keinen Strom, aber das ist scheißegal. Ja, wir haben jeweils immer 20 von diesen Kanonen pro Outpost. Und das reicht auf jeden Fall. Ah, 55. Ne, unsere Sachen, die halt regelmäßig angeflogen werden, wie dieser Part hier zum Beispiel, da ist immer genügend Munition da, weil die Schiffe nehmen das ja mit. Also daher kein Thema. Ja, Research finished. Deswegen steht das da, korrekt. Ja, sind doch ein paar. Ne, ich wollte einfach was Längerfristiges erforschen, mit den neuen Forschungspaketen, die wir haben, um eben zu gucken, ob der Laden hier einigermaßen läuft. Ja, aber solange wir von denen hier welche haben, und das sieht sogar sehr gut aus. Jo. Läuft alles super. Alles easy. Frage ist, wie lange die Würfel hier reichen, weiß man nicht, aber der Train will auch schon wieder hierher. Aber der Bahnhof will noch nicht, also passt soweit erstmal. Boah, 62 haben wir. Also wir werden das heute noch mindestens drei weitere Male machen, ne? Eins, zwei, drei. Oder sagen wir die beiden erstmal. Muss ich gucken. Also ich will auf jeden Fall einen guten Schwung von diesen Sphären haben. Weil dann können wir uns das ein oder andere Zwischenprodukt mehr eventuell leisten, was die Sache nachher ein bisschen angenehmer macht. Ah, 73. Können wir nachher mal gucken. Na, wenn wir alle Raketen und Sonden hier weg haben, dann wissen wir ungefähr, wie viel wir bekommen bei einem Asteroidenfeld. Und dann haben wir da so einen kleinen Überblick vielleicht.
Aber wie gesagt, das ist heute eher so die trockene Geschichte. Aber ich wollte euch das auch nicht vorenthalten, weil das gehört bei SE nun mal einfach dazu, ne? Ist so. Aber ich werde natürlich, vermutlich, irgendwie mal offstream noch ein paar mehr holen. Weil die drei machen, oder vier machen wir auf jeden Fall heute. Weil dann haben wir so einen kleinen Schwung, mit dem man arbeiten kann. Ja, aber merkt, dass wir langsam weniger, 78 haben wir jetzt so. Können wir das nicht eigentlich noch mehr übertreiben? Kriegen wir beide Seiten? Oh, wir kriegen beide Seiten mit einem. Wow. So, gleich mal gucken, wie lange die brauchen jetzt. Ja, okay. Das können wir so machen. Ja, 82. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht im Blick, was kostenlos ist und was nicht. Aber die hatten, glaube ich, auch irgendwann mal erwähnt, dass man generell halt die Wahl haben soll zwischen dem klassischen Factorio und dem neuen dann halt. Und das finde ich auch cool. Aber ich weiß nicht, ob das bestätigt war, ehrlich gesagt. Ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt. Ja, 85. Also ganz ehrlich, mehr als 48 Sonden pro Asteroidenfeld lohnt sich nicht. Man hätte auch bei 30 schon aufhören können, glaube ich, aber ist egal. Ja gut, aber du kannst es auch nicht mit FIFA vergleichen. Ist es noch EA? Oder inzwischen nicht mehr, doch ist noch EA, ne? Dann ist es kein Wunder. Ja, 2.0, klar, ja. Aber da müssen wir uns auch ein bisschen in Geduld üben. So, die sind raus. Ach, das war's. Na gut, dann haben wir jetzt 89. Hätte mehr Kisten mitnehmen sollen. Wobei, nee, warte mal, wir haben doch hier im Schiff genug, oder? Ja. Ach, guck mal, die können wir auch hier oben mit reinpacken. Ich hasse dieses Jetpack-Ding, ne? Wahnsinn. So. Und jetzt kommt wieder der chillige Part. Aber ich denke mal, damit haben wir auch die geplante weiteste Entfernung fertig. Nur Dark Flare geht schnell, das ist gleich nebenan quasi. Und Cosmic Dustlands eigentlich auch. Und auch der hier ist, glaube ich, noch dichter dran als der da. Also den längsten Weg haben wir dann. Ich denke, die Perlen oder die Sphären, die lagern wir erstmal im Hub irgendwo. In irgendeiner Kiste oder so. Ja. Kam die hier nicht mit der Raketenproduktion hinterher?
Naja, ist dabei. Aber halt, warte mal, wir haben doch noch einen. Na klar. Easy. Ja, das größere Problem sind da eher die Sonden. Da müssen wir gleich mal eben ein bisschen manuell nachhelfen vielleicht. Speichern? Ja, no risk, no fun. Das Schiff ist so konfiguriert, dass es mit einer gewissen Geschwindigkeit hier durchfliegt. Und inzwischen haben wir, ich glaube, 3 oder 4 Stufen Laser- oder Energiewaffenschaden erforscht. Eigentlich sollten die Asteroiden hier kein Problem mehr darstellen. Wir könnten vielleicht sogar noch schneller fliegen, aber brauchen wir nicht. Ja, das sind so die Sachen jetzt, die richtig Zeit fressen einfach. Und du kannst halt in der Zeit auch nicht viel machen. Außer... Ah, nee. Das machen wir nicht. Nee, nee, nee. Wir können uns Sachen angucken. Stein wird bald bottlenecken. Naja, nicht unbedingt. Nur auf der einen Seite. Aber da kommen gerade 2 Steintrains. Ist auch selten, dass immer beide Lampen angehen. Da ist der erste. Und da ist der zweite. Nice. Aber dann können wir das so laufen lassen. Wie schaut das beim Narquium aus? Ja. Wie gesagt, Barren sind halt rar gesät. Aber ich will das ehrlich gesagt nicht vergrößern. Also noch nicht. Ich meine, wir hauen hier 45 Erz pro Sekunde durch. Nee, das muss erstmal reichen. Ja, und die hier unten sind gerade am Chillen. Genau, weil die Kristalle vorhin auch abgeholt worden sind. Richtig. Ja, genau. Na gut. Wie schaut das generell bei den externen Materialien aus? Perlen werden gerade aufgefüllt, aber da sind ja, ist genug drin. Jo. Ja, ist voll. Der auch. Ja, Holmium ist immer noch ein Problem. Aber ja, gut, ist halt so. Beryl haben wir witzigerweise genug. Iridium auch. Ja, und Vita eigentlich auch. Krass. Ja, also hat nicht ganz gereicht, die Aktion vom letzten Mal. Wir haben ja unsere... Ne, warte mal. Unsere Core-Fragment-Produktion ein wenig erhöht. Warum ist sie nur noch bei 3,8? Warte mal. Da war... Also wir hatten mal einen Moment, da war das Ding anscheinend voll. Oder eine Lokomotive war kurz weg, wie immer. Ah, warte mal, der ist gerade wieder angelaufen. Kann das sein? Also es war mal voll tatsächlich. Ja. Das muss ich erstmal wieder entwirren, hier das Zeug. Da ist ein Red Belt dabei. Hm, schwierig. Aber der arbeitet durch. Der auch. Hier ist egal. Das geht auch. Aha. Aber wird weniger. Oder auch nicht. Warte mal, wie viele Trains haben wir hier am Upala? Ja, es sind 2 Trains, okay. Die Rakete ist das Bottleneck, oder? Nee, nicht unbedingt.
Wir brauchen mehr Loader. Das ist das Problem. Ach egal, wird schon gehen. So, wie lange brauchen wir noch? 10 Minuten. Ja, wie gesagt, die anderen Asteroidenfelder sind dichter dran. Das sollte ein bisschen schneller gehen. Aber Antimaterie haben wir kaum verbraucht. Also die Menge an Tanks hier ist sowieso komplett übertrieben, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ist wieder alles voll, ne? Wie schaut das hier bei der Entladestation aus? Warum sind hier Bots abgestürzt? Hä? Ich hätte doch genau 50 reingeschickt. Hä, das sind 73, what the fuck? Hä? Ich hätte doch genau 50 da reingeschmissen, dass es genau nicht passiert, oder? Ach, egal. Ja, hier sind 50 und nicht. Hä? 28. Verstehe ich nicht. Egal. Aber das sind typisch Bots, sie flüchten gerne mal irgendwo hin. Aber warte mal, wenn das da mehr werden, dann, oh, müsste es hier weniger werden. Nee, 50. Hä? Ist interessant, ich weiß es nicht. Hätte ich jetzt auch gedacht, Jin. Aber dann wären ja hier weniger drin und das ist 50-50. Bei beiden Netzen. Es sind zwei getrennte hier. Und hier drüben sind auch 50. Hä? Wo kommen die her? Oder haben die sich im vom Hub irgendwie wegbewegt? Keine Ahnung, kann ja auch sein. Da würde keinen Sinn ergeben eigentlich. Aber was macht bei den Bots schon Sinn? Naja, egal. So, was macht die Forschung hier oben? Also wie gesagt, wir können heute leider nicht viel machen, außer Dinge beobachten und uns ein paar Sachen angucken. Ja, und nebenbei von A nach B fliegen. Mehr ist da heute nicht drin. Aber der hier hat absolut keinen Stress damit, ne? Aha. Der kommt aber gleich. Das ist eingestellt auf 24, nee, 20 sogar. Genau, und 24 sind drinne. Ja. Und selbst wenn... Ich glaube, wir haben noch genug von diesen Würfeln. Ja. Ja, die Frage ist halt nur, wie lange das noch genug sind. Genau, denn der Barrenbahnhof ist nämlich leer. Und das ist nämlich genau die Sache, die ich befürchtet habe. Ja, neue gibt's erstmal nicht. Genau das dachte ich mir nämlich. Wo das vielleicht, glaube ich, gar nicht so tragisch ist, weil der andere Barrenbahnhof, der ist noch voll. Und der ist bald wieder ready. Also könnte gehen. Mal gucken. Also die letzten paar Stunden, in denen ich das Spiel laufen lassen hatte, musste ich hier ehrlich gesagt nichts mehr machen. Also ich glaube, die Anlage läuft jetzt soweit.
Nee, aber wie gesagt, der Fehlgedanke war einfach der, dass sich hier die roten Perlen mit den blauen Perlen hundertprozentig austauschen. Das ist aber Quatsch. Es werden beide verbraucht, wenn man das so nennen möchte. Jo, noch 3 Minütchen. Ach so, wie war denn das jetzt mit dem Stein eigentlich hier in der Core-Fragment-Verarbeitung? Bald voll, ne? Ja. Aber es kommen gerade eh nicht genug Core-Fragmente an, also daher. So, dann haben die hier auch ein bisschen was zu tun. Ach, da kann der auch 150 fliegen, das ist gar kein Problem. Ups. So, ein Minütchen noch. Dann müssen wir auf jeden Fall mal eben gucken, dass wir die restlichen Sonden wieder zusammenbekommen. Ja, und dann machen wir danach gleich die nächste Runde. Also je nachdem, wie schnell wir die Sonden bekommen, das ist auch so eine Sache. Aber wie gesagt, da fehlen ja an sich. Ja, nur in Anführungszeichen die Würfel. Moin Pitli, willkommen. Nee, gesagt habe ich nichts. Aber ich will auf jeden Fall diese Arcosphären-Geschichte einigermaßen durchziehen. Mit diesen 3 bis 4 Asteroidenfeldern. Wie gesagt, es wird heute echt trocken. Viel Bock habe ich da selber nicht drauf, aber das gehört nun mal dazu. Das sind Pufferkisten, oder? Oh, warte mal. Warum machen wir da keine Anforderungskisten von? So, Arcosphären. Warte, sind die da oben nicht in dem... Ach so, ja, ist eine Pufferkiste im Moment, ja. So, ich wollte mal eben ein paar Würfel klauen. Richtig. So war das. Wie viele Barren hat der hier noch? Ui, der hat genug. Dann nehme ich davon auch gleich noch ein paar mit. Naja, aber ich denke, so 4, 5 Stündchen machen wir bestimmt, ja. Also wie gesagt, das sind die trockenen Arbeitsschritte hier, die jetzt kommen.
Ja, dann supporten wir den Laden hier unten so ein bisschen händisch. Genau, dann kriegt er zumindest seine Würfel. Problem ist halt, ne, das Ding braucht 10 Stück pro Sonde, genau. Und die Antimaterie-Kanister sind auch nicht gerade günstig. Ja. So, und da wir jetzt demnächst oder gleich, je nachdem wie lange das hier dauert mit den Sonden, zu einem Vorkommen oder zu einem Asteroidenfeld fliegen, in dem wir noch nicht waren, brauchen wir natürlich auch die entsprechenden Sondenraketensilos. Wir nehmen wieder 4 Stück mit, wie gehabt. Ich sollte dem Teil mal sagen, ach nee, das sind 4. Ah, okay, dann passt es ja. Dann ist alles gut. Genau, des Weiteren kann ich schon mal eben hochfliegen und nochmal 48 von diesen Raketen holen. Da brauche ich jetzt keine extra Anlage mehr für, ne? Also das entfällt. Haben wir da wieder genug von drinne? Nee, der werkelt noch. Dann nehmen wir den anderen. Ah. So. Ja, wie gesagt. Scheitert natürlich an den Sonden. Naja, 21 haben wir jetzt ja schon mal. Okay. Ja, ich meine, wir könnten noch mit weniger fliegen. Wie gesagt, ich denke mal 30 pro Feld geht auch. Aber ich denke, wir machen schon 48 einmal durch. Und das Gute ist, wir haben nachher in der Übersichtsliste hier, wissen wir, wo wir schon mal waren, weil dieses Elementchen ist. Und das ist auch der Grund, warum ich bisher zu keinem anderen geflogen bin, weil genau jetzt wird das wichtig. So, was haben wir? Ah, es wird langsam 28. Also wenn Material da ist, geht schnell. Aber das ist halt auch das Problem. Jetzt haben wir nämlich hier Leichtmetall-Shot. Kriegen wir das noch ran? Ja, mit der nächsten Rakete kommt wieder was. Ja. Eins, fünf. Der sollte dann gleich wieder ready sein, tatsächlich, ne? Ja. Und wie gesagt, hätte eigentlich jetzt momentan nur... Ja, nur die eine Möglichkeit da oben, wohin fahren kann. Ja. Das ist gut, weil dann kriegen wir wieder neue Würfel. Das ist eine super Sache. Achso, genau. Warte mal. Andere Frage. Nee, Kataloge haben wir noch genug. Oh. Tatsache. Also selbst wenn da mal nichts kommt an Ressourcen oder so, dann ist es kein Problem. 38, 10 Stück noch. Jo, willkommen zurück, Fallo. Achso, genau, jetzt können wir mal eben speichern. Ein absoluter Super-GAU wäre natürlich, wenn durch Zufall, weil mal irgendwas nicht geht, dann hier so ein Asteroid einschlägt oder so, ne? Das wäre richtig kacke. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt ein Feld für 89. Das ist eigentlich okay. Aber wir wollen mehr. Moin Roba, willkommen. Dreiundvierzig,
Alles teurer Klumpen, ne? Und ich frage mich jedes Mal, was die Lasertürme hier sollen. Naja, egal. Oh, Würfelengpass. Wir haben wahrscheinlich keine mehr. Nee. Dann gehen wir nochmal welche klauen. Wie gesagt, die Anlage oben, die kriegt gleich Nachschub. Und dann passt das. Ich weiß, ich habe vorhin gesagt, ich wollte die eigentlich per Train darüber bringen. Aber nö. KI-Kerne pro Minute. Ich habe keine KI-Kerne. Oder warte, verwechsel ich das gerade? Nee, ich habe keine KI-Kerne. Ach so, nee, wir haben nur Space Exploration. Ja, so wie es im Titel vom Stream halt auch steht. Aber jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, hier gibt es andere Sachen, an denen man verzweifelt. Spätestens, wenn wir uns dann wirklich mit den Dingern hier befassen, wird's witzig. Aber heute sammeln wir zum Glück nur, ne? So, 48 weitere Sonden. Perfekt. Ich brauche gerade keine Kabel, danke. Ja, K2SE hatten wir mal angefangen, aber abgebrochen, weil mir das zu viel war. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Das war einfach too much. Und wir haben es auch voll gegen die Wand gefahren, davon mal abgesehen. So, Raketensilos haben wir auch dabei. Stromversorgung können wir so herstellen. Warum habe ich diese Turbinen dabei? Ach, ist egal. Ja, dann können wir eigentlich los, wenn ich wüsste, wie der Laden heißt. Warte. Dark Flare. Kriegen wir da jetzt mal hin. Sechs Minuten. Ja, das ist ja bequem. Jo, habe ich gelesen im Discord. GG auf jeden Fall. Und vor allem die Zeit, die du gebraucht hast, war ja auch völlig in Ordnung, ne? Das ging fix. Bereue auch, dass ich gerade K2SE gestartet habe. Ja, ich sag mal so, das ist machbar. Aber man sollte nicht gleich von vornherein SE-K2 machen. Na, ich habe dann auch gesagt, komm, wir schalten einen Gang zurück. Dann haben wir erst Castorio durchgespielt, jetzt spielen wir SE durch. Und ich denke, die Kombination werden wir nicht mehr spielen, weil ich bis August dieses Jahres nicht fertig werde damit. Auch das ist nicht ganz falsch, Farlo. Du hast mit K2 hast du ein paar mehr Werkzeuge, wie man mit Überschüssen und so umgehen kann. Und ein paar nette andere Spielereien. Ja, das macht schon... Es macht ein paar Sachen einfacher, aber ein paar andere Sachen wieder schwieriger. Achso, neuronaler Computer. Uff, ja, so weit war ich, glaube ich, nie. Ne. Doch, warte mal, das sind doch hier... Ja, diese hier. True. Sind natürlich hier ein bisschen abgespeckt. Also kein K2-Stuff halt, ne? Aber ich vermute mal, dass die Stufe danach noch wesentlich teurer sein wird. Nur 20.000. Ja, okay. Gut, aber wobei, das geht auch mehr. Ja, das stimmt. Achso, das ist... Ja, warte mal, wenn das in den KI-Kern drin ist. Also, die Frage ist halt, was brauchst du denn extra noch dann? Weil die Sachen hier, die sind eigentlich gar nicht so wild. Ich meine, supraleitende Kabel sind ein bisschen nervig und das fortgeschrittene hier Neuralgel. Aber die anderen Sachen gehen ja.
Ah, okay, also haben die dann quasi die KI-Kerne nochmal als extra Gedöns mit reingebaut. Ja, okay. Naja. Genau, du brauchst ja nicht viele. Richtig, das stimmt. Wir haben die jetzt nur erstmalig gebraucht, hier bei den Deep Space-Geschichten, weil kleiner geht nicht. Ja gut, aber Immersiedkristall geht ja. Das kenne ich noch. Vitale Reagenz ist nervig, kenne ich, aber es geht auch. Neuralgie, ja, die bioelektrischen Daten ist so ein Ding. Ah, hier sind hier die Forschungsdinger, genau. Und Quantenprozessor. Das geht aber eigentlich. Es sei, ja gut, kann ich nicht sagen, weil ich weiß nicht, ob die bei K2 hier auch noch Dinge geändert haben. Wahrscheinlich ja. Ja, wie gesagt, da, also so weit haben wir den Spielstand damals gar nicht gemacht. Nee. Ah jo, das Vita-Problem. Ja gut, dann kann ich es verstehen, ja. Aber das ist hier ja auch ein Problem, manchmal, also meistens, je nachdem. Hängt immer davon ab, wie viele Module man herstellt. Das ist so die Frage. Ja, aber Vita ist nervig, das stimmt. Naja, aber wenn man den Forschungsstreamer so betrachtet, eigentlich haben wir ja nicht mehr so viel, ne? Das ist so trügerisch, dieses Bild. Ja. Aber wir haben auch schon viel geschafft, ne? Davon mal abgesehen. Warte, das dauert zu lange. Ja, doch. Also wir sind gar nicht so schlecht dabei. Wenn ich die AFK-Zeit wegrechne, dann haben wir so ungefähr die Hälfte der Playtime. Aber ich habe da auch keinen Stress mit, das in 1000 Stunden zu machen, ehrlich gesagt. $1300 in dem Safe Game, oder wie? Alter Falter. Ordentlich. Ja, wir haben jetzt 758. Aber ich meine, da ist ja auch nach oben hin kein Ende gesetzt. Ne? Also ich kann das auch, wie gesagt, ich kann das auch in 1000 Stunden machen oder 1500. Weil, keine Ahnung, ich habe bei SE hier das Gefühl, es hat bisher immer in irgendeiner Art und Weise Spaß gemacht, weil du immer in irgendeiner Art und Weise vorangekommen bist. Okay, klar, das hört jetzt auf mit den Arkosphären, das ist logisch. Aber bis hierhin, easy. Total gut. Ja, uns fehlen noch Deep Space 3 und 4. Und das sind eben die abgefuckten Geschichten. Achso, mir kann ich ja vorstellen, lol. Na, das sind die abgefuckten Geschichten, die hier halt dementsprechend die Arkosphären benötigen. Also die entsprechenden Karten. Nee, warte mal, die Kataloge müsste ich schon haben. Hier, genau. Und das sind die entsprechenden Karten dazu mit dieser Arkosphärenfalterei. Und das ist so richtig räudig. Oh, wir sind da. Dark Flare. Ist eigentlich relativ egal, wo wir hier hingehen. Ich denke, wir nehmen diesen Klumpen Stein einfach und dann ist gut. Die Energie nehmen wir vom Schiff für die Sache, die wir hier vorhaben. Brauchen wir nicht mehr Fußboden hier hinsetzen, dann drehen wir es um. Noch besser. Ja. Ach, ist egal. Einmal das. Ach so, ja. Von mir aus auch das. Ja, und dann haben wir denselben Spaß nochmal. Was wir hier noch zur Vereinfachung machen können, wir können die Arkosphären in die Anforderungen reinschmeißen. Ich wüsste, wo die dabei sind. Warte.
Ach doch, hier, lol. Genau, die beiden unteren sollten reichen. Ach nee, wir haben gar keine Reichweite, ne? Ah, so. Vor allem brauchen wir dann noch diese Kiste hier nicht und können den Rest da mal eben reinpacken. Ja, genau, nach den Arkosphären ist man fast schon durch. Das trifft es ganz gut, glaube ich, ja. Ich werde keinen fertigen Blueprint nehmen. Also ich werde es auf jeden Fall erstmal selber versuchen. Und selbst wenn man irgendwas Halbbackenes bekommt oder Halbgares bekommt, dann hast du ja immer am Ende trotzdem noch irgendeinen Outcome. Und wenn das dann mal hier und da bottleneckt, dann ist mir das auch scheißegal. Na, Hauptsache, wir haben am Ende irgendwas. Ich meine, das ist, glaube ich, so ein Ding, das sollte man am besten per Reverse-Crafting irgendwie aufziehen, dass man sagt, okay, ich nehme mal diese Karten als Endprodukt, guck mir, welche Sphären ich brauche und dann muss ich mir halt einen Strang für jede Karte bauen. Ach so, die haben immer zwei verschiedene Rezepte, ja, okay. Nee, eigentlich nicht. Hä? Das ist so das Gleiche. Ja, naja, dann sind die Karten hier doppelt drin, ist auch egal. Ja, nee, also ich würde... Ich würde es, glaube ich, von hinten nach vorne, glaube ich, versuchen durchzuberechnen. Aber nicht mit dem hier, nicht mit dem Factory Planner. Da baue ich mir irgendeine Grafik zusammen oder so, mal sehen. Ach so, unterschiedlicher Abfall. Lambda Phi. Lambda Phi. Das ist das gleiche. Dann haben wir Zeta, Theta, Epsilon, Phi. Und hier das gleiche. Epsilon, Zeta. Hier das gleiche. Nee, das ist Quatsch. Das sind die gleichen. Nee, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Also wir haben jetzt aus einem Asteroidenfeld wie viele rausgeholt? 89. Und ich plane jetzt noch ja, 2, 3, vielleicht 4 weitere Asteroidenfelder abzugrasen. Deswegen machen wir den Scheiß hier gerade. Die Ausgangskugeln. Also, wir haben bei denen hier Zeta Omega. Zeta Omega ist das gleiche. Wir haben hier Lambda Xi. Lambda Xi ist das gleiche. Das auch, das auch und das auch. Kann jetzt natürlich sein, dass es ein Anzeigefehler ist. Weiß ich nicht genau. Aber hier wird genau das gleiche angezeigt bei beiden. Ach so, nee, jetzt raff ich das. Die Anzahl ist unterschiedlich. Ja, genau. Oh, was für eine Scheiße. Warum soll ich denn eine Sache da reinpacken, die 0 hat? Warum? Was für ein Bullshit ist das denn schon wieder? Ja, egal, dann wissen wir das. Ist der Lift gebrochen? Ja, das macht nichts. Sobald wieder Bedarf ist an dem Material, wird automatisch Liftkabel gedöns geliefert und dann läuft das wieder. So wie es jetzt ist, ist es sogar noch sparsamer, weil dann unten keine Energie verbraucht wird. Wie gesagt, wenn wir da mal rübergehen, das ist eh das Uran-Ding, braucht keine Sau. Na, die Lagergeschichten sind komplett voll, die Rakete wartet, bis unten Platz ist. Weißt du, Meteoritenverteidigung läuft ganz normal weiter und wir haben jetzt hier unten eben halt, ja, keine Energie mehr und fertig. Ich habe keine 1000 Liftkabel verloren. Auf gar keinen Fall, weil da sind ja nur 266 drin, also das ist ja Quatsch. Wie kommst du denn da drauf jetzt?
So, was haben wir? Das zeigt mir nicht mal die Gesamtmenge an, aber wir haben 27. Ja, diese ganzen Silo-Geschichten und so, die können wir dann auch wieder mitnehmen, weil ich denke, ein zweites Mal werden wir nicht hierher fliegen. Das hängt von der Planetengröße ab. Und trotzdem, selbst wenn es ein größerer Planet ist, verliere ich keine 1000 Kabel dadurch. Selbst wenn wir so Sachen betrachten wie... Achso, ich weiß gar nicht, wer von denen größer ist. Warte, das müsste... Erion ist ein größerer, glaube ich. Genau. Der 1300 drinne. Und selbst wenn der keine Kabel bekommt, dann wirtschaftet sich der ja erstmal runter. Und sobald er keine mehr hat, bricht er ja erst. Also ich sehe nicht den Grund, warum ich hier 1000 Kabel oder irgendwas verlieren sollte. Ja, zum Wiederaufbauen, aber Liftkabel sind günstig, wie Sau. Und vor allem sind da genug von da. Also, weiß nicht, sehe ich kein Problem, ehrlich gesagt. Und außerdem ist es, glaube ich, jetzt dreimal vorgekommen in den 500 Stunden. Ach so, nee, der geht nicht kaputt. Du musst einfach nur die Kabel wieder reinschmeißen und geht's wieder. Ja, kannst du halten, wie du möchtest, Falu. Aber ich werde auf jeden Fall ein paar mitnehmen. Also wenn wir nachher so 200 irgendwas haben oder so, fände ich das schon nicht verkehrt. Vielleicht eher mehr. Die Sache ist halt die, ne? Wenn ich versuche, den Müll zusammenzufummeln, dass es einigermaßen geht, dann brauche ich irgendwo immer einen Puffer. Und deswegen hole ich einfach mehr von diesen scheiß Sphären. Ach, lol, wer denn? Dann war ich gar nicht so falsch mit dem Gedanken. Mal gucken. Aber werden ein paar mehr sein. Oh, wahrscheinlich werden wir sogar über die 300 kommen. Ah, ja, mal sehen. Vielleicht machen wir doch nur 3. Mal sehen. Ja, wenn wir hier durch sind, dann haben wir ja schon quasi fast 180. Fast. Wenn das genauso viel abwirft, dann müssten wir 188 am Ende haben. Nee, halt, warte mal, was hat das andere Ding abgeschmissen? Och, 89, ne? Ach, keine Ahnung, ist egal, irgendwie so. Auf die paar mehr oder weniger kommen das dann auch nicht an. Ach so, der hat einen Eintrag für. Ah. Ja, cool. Oh, okay, das ist auch nice. Hier steht sogar noch mal drin, wie viele man hat. Aber das stimmt nicht. Ach so, warte mal, Moment. Ja, wir haben doch aus Sands of Time noch mehr gefunden. Da haben wir doch die anderen auch her. Warte mal, die bleiben also nicht hier in dem Bereich, sondern die fliegen auch in den interstellaren Raum. Okay, verstehe. Nee, verstehe nicht, aber wird schon passen irgendwie.
Also können wir es quasi nicht nachschauen, weil er mir nicht sagt, wie viele wir aus Sands of Time gefunden haben. Ja genau, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, also ich wäre mit 30 gegangen vielleicht. Ja, 48 ist wirklich ein bisschen viel, ja. Das stimmt. Aber egal. Das ziehen wir jetzt einfach durch. Aber jetzt, warte mal. Nee, wir machen das nicht. Wir ziehen das nicht durch. Jetzt raff ich das erst. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die 48, die wir starten, pro Asteroidenfeld gilt. Tut's aber gar nicht. Eigentlich reicht es, wenn wir mit 18 Raketen gehen. Weil offensichtlich kommen wir nicht mehr aus dem Asteroidenfeld raus. Alle anderen gehen ja schon in den interstellaren Raum. Ja, wir haben jetzt in beiden Fällen haben wir jetzt 18 hier. Ach ja, stimmt, aus 18 kriegen wir keine 18. Richtig, stimmt. Ja, true. Aber das ist ein guter Punkt, da sparen wir einen Haufen Material, weil ich habe nämlich erst gedacht, es wäre wirklich so, na, dass die 48 hier von diesem Bereich quasi auszählen, aber ist nicht der Fall. Okay, dann machen wir das jetzt anders gleich. Gut zu wissen. Ja, stimmt, wir haben ja jetzt auch nur wie viele bekommen? Ja. Nee, das wäre mir auch zu viel. Also wir nehmen schon... Ich werde schon 48 mitnehmen gleich. Und dann gucken wir mal, wie viele wir brauchen, um hier halt eben diese entsprechenden 18 zu erreichen. Ja, man kann auch darüber hinausgehen, aber ich finde, das ist irgendwann den Materialaufwand nicht mehr wert. Ja, ich denke auch, so irgendwas zwischen 20 und 30. Ja, okay, aber dann wissen wir das auch. Nur noch eine Stunde, bis die Forschung durch ist. Läuft das hier nicht noch oder hat er irgendwelche Probleme? Nee, das läuft super hier. Also doch 48 jetzt. Ach, mir ist es egal. Ich kann auch 48 hochschicken. Das ist mir scheißegal. So, wir haben hier noch... Ja, da ist noch genug drin. Die Würfelgeschichte. Na, ja, der hat sich wieder ein bisschen befüllt hier. Aber da habe ich auch relativ viele geklaut, tatsächlich. Aber dann liege ich gar nicht so falsch mit meinen vier, vielleicht fünf Feldern, die ich mir vorgenommen hatte. Ja, doch. Ich weiß nicht, wie viele hattest du benutzt, Falo? Wie viele Asteroidenfelder? Sieben oder acht sogar. Scheiße, für die 208 sagst du, ne? Ah, fuck. Ja, dann sind das doch ein paar mehr, die wir machen. Aber vielleicht nicht alles heute. Mal gucken. Wir nehmen aber heute auf jeden Fall erstmal alle mit, die hier einigermaßen dicht dran sind. Eine Darkflare, Grapeshot, Cosmic Dustlands und Interstellar Barons. Dann haben wir ja schon fünf. Ja, und dann sind wir mit dem restlichen Kram gar nicht so weit entfernt. Also das sollte schon passen. Und eigentlich reicht das ja auch erstmal. Ja? Mal sehen. Ja, werden heute auf jeden Fall ein paar Flugmeilen sammeln. Aber muss halt gemacht werden, ist so. Ich vermute mal, dass keine 48 Sonden fertig sind, weil da die Würfel wieder für fehlen. 14, naja. Ja klar, das wird immer weniger dann, ja. Oh nee, die Dinger fehlen. Ja, die kriegen wir glaube ich ran, oder? Aber die Würfel werden danach fehlen. Also der braucht nochmal so einen Schwung von beidem, glaube ich. Ja.
Falsch. Ja, der Train fährt aber auch bald wieder. Das ist okay. Und hier fehlt einfach so ein bisschen, ja, die Fülle an Kristallen. Ja. Ja, ist egal. Es läuft wenigstens durch. Ich glaube, wir machen die 48er-Geschichte weiter. Ist zwar teurer, aber dann brauchen wir vielleicht ein Feld weniger oder so. Hat das einen praktischen Nutzen? Wahrscheinlich nicht. Sehr geil. Oh Gott, ey. Ja, dann nicht. So, Minute 45 noch. Ja, ich muss aber auch zugeben, so langsam fängt auch so ein bisschen das, ja, wie soll ich sagen, das Zusammengekratze an Ressourcen an. Gerade wenn es so um diese Würfel geht und Co. Ja. Ja, ich habe auch noch keine Idee. Das ist das Problem. Ich glaube, am einfachsten wäre es, wenn man sich einfach ein Diagramm macht. Na, welche Karten brauchen was und spucken was aus? Ja. Man könnte sich sowas vielleicht sogar mit Dings aufbauen. So zum Angucken und Visualisieren. Wo sind denn die Teile eigentlich? Ach, ich habe keine dabei. Verdammt. Hier diese konstanten Kombinatoren. Diese hier. Man kann die ja sogar dann auch noch mit Kabeln verbinden. Dann hast du, keine Ahnung, grün für den Input, rot für den Output oder andersrum, scheißegal. Und dann kann man die so ein bisschen hin und her verwursteln vielleicht. Einfach so, dass man irgendwie so ein Diagramm hat. Dass man zumindest einen Überblick bekommt, ja, welche Sphären wo gebraucht werden und wo welche wieder rauskommen. Jo, da sind wir. So, wir brauchen zum einen diese gar nicht so teuren Kanister, Behälter, whatever. Und den Rest würfeln wir dann wieder zusammen. Ja, genau, die Umwandlungsgeschichten kommen auch noch mit dazu und die müssen wir dann natürlich auch integrieren. Vielleicht ist es auch noch so eine Sache, die man sich nicht mal in-game aufzeichnen müsste, könnte. Sondern, keine Ahnung, irgendwo anders. So, warte mal, wie viele Barren sind hier noch drinne? 1000. Oh, nice. Gleich nicht mehr.
Nee, ich habe keine Lust, den Kram zu automatisieren hier komplett, weil wir brauchen das jetzt nur für diese Sondenphase. Für die Arkosphären. Und wenn wir fertig sind, brauchen wir es nicht mehr. Genau, was wir aber auch schon mal holen können, sind 48 weitere Raketen. Ernsthaft? Die ist ja Ewigkeiten nicht abgestürzt. Na dann. Was wollte ich holen? Ach ja, die Raketen, genau. Die eine Anlage hier, die müsste eigentlich schon wieder fertig sein, oder? Jo, 48. Aus den Zoofeldern irgendwas über 110, 20. Gucken wir gleich. Hundertdreißig sogar. Wenn wir die da reinpacken, ist es einfacher für die Bots nachher, genau. Wo habe ich eigentlich die Sachen her? Ach so, das war noch vom Dings. Vom Narquium-Gedöns, warte. Das gehen wir mal schnell entsorgen. Ich denke auch, dass wir mit 48 weitermachen. Das ist zwar schweineteuer, aber egal. Von nichts kommt nichts. Hier, die Turbinen waren ja auch über. Genau, richtig. Stimmt. Neben dem Autosave könnten wir nochmal eben normal speichern gleich. 39. Nice. Ich meine, die Sonden haben halt einen enormen Narquium-Bedarf, ne? Allein wegen der 10 Würfel, die hier reingehen, jedes Mal. Ne, das sind einfach 480 Würfel, die wir mit einer Ladung einfach durchziehen. Aber die kriegen wir schon wieder ran. Dauert nur ein bisschen. Gut, was haben wir? 41. Und ich meine, wir haben ja noch ein paar, ne? Ist gar kein Problem. Alles Asteroidenfelder und wir haben noch nicht alle erforscht. Nee, nee, nee. Nee, aber wie gesagt, wir nehmen jetzt erstmal die, die dichter dran sind. Wir können uns, wie gesagt, vielleicht am Ende vom Stream nochmal kurz ein bisschen Gedankengedöns machen. Aber ich glaube nicht, dass es ausreicht, hier in-game mit den Dingern sich ein Schaubild zu bauen, wie es funktionieren sollte. Ich glaube, das reicht nicht. Ich denke, die haben ein wenig zu wenig Informationsgedöns oder ja, zu wenig Anzeigepotenzial, wie auch immer. So, 48. So, wie heißt denn der nächste? Darkplay waren wir jetzt. Dann nehmen wir jetzt Grapeshot. Ja, nehmen wir Grapeshot. Gut, wie lange brauchen wir darüber? Achso. Er rechnet noch. Aufgeheizt hat er sich wieder, ne? Ja. Zehn Minütchen, vielleicht ein bisschen weniger. Neun. Und jetzt macht das mal mit den weiter entfernten Asteroidenfeldern. Da bist du ja bekloppt bei. Ne, fällt aus. Holy shit.
Ja, 8,45, das ist okay. Sechzigtausend nur. Na denn. Ja, die Module brauchen wir nicht farmen. Aber das hier finde ich irgendwie witzig. Einfach stumpf hat das einen praktischen Nutzen. Wahrscheinlich nicht. Das ist hier diese Forschung, ne? Ja. Bringt uns das irgendwas? Das ist wieder Stargate-Ending, glaube ich, ne? In dem Fall bringt es uns gar nichts. Weil das machen wir nicht. Also wir kriegen dann immer safe mehr oder weniger 18 plus x im interstellaren Raum. Und genau das hier wird auf jeden Fall sehr viel weniger werden. Das hatten wir jetzt. 42 hatten wir bei dem zweiten geholt, genau. Das ist ungefähr die Hälfte von dem, was wir bei dem ersten geholt haben. Dann rechnen wir jetzt mal mit 21 vielleicht, oder? Ja, wobei, nee, nicht ganz. Ein bisschen mehr. Jo, 6 Minütchen. Gab's da oben eigentlich mal wieder einen Nachschub? Ja, ich sehe keinen weißen Punkt. Ja, tatsächlich. Ach, der war ja sogar gerade hier. Ja, perfektes Timing. Easy. Ja, dann gibt's neue Würfel. Nice. Und auch die werden im Normalfall nicht so häufig gebraucht. Das sind einfach nur die Sonden, die gerade den Kram auffressen, wie bekloppt. Na, da müssen wir jetzt halt eben kurz mal durch. Wie viele haben wir? Eine. Der Rest reicht nicht mehr, weil nicht genug Material da ist. Richtig. Aber die sind ja schnell gebaut, ne? Schmeiß mal wieder rein. Dann dauert das 2, 3 Minuten, dann sind die durch. Ja, ne, wie gesagt, heute halt eben der trockenere Partner, aber es gehört einfach dazu. Und selbst mit denen, die wir jetzt schon haben, kann man bestimmt ein bisschen was mitmachen. Mal sehen. Kann man hier eigentlich sehen? Ja, hier sieht man die gesammelte Anzahl. Die gibt's alle. Und mit denen dürfen wir nachher dealen. Sind 8 Stück. Warte mal, die werden alle... Warte, wo sind die drinne gewesen? Die sind da nicht angezeigt, ne? Die... Schweine. Wollte mir nicht gerade das Crafting-Rezept angucken.
Ach so, nee, das sind diese vier grundlegenden Rezepte, ne? Ja, genau. Nee, hier diese beiden, richtig. Na, mach aus Arkosphären 8, naja, 1, 2, 3, 4 von denen und hier die vier anderen. Genau, das sind die beiden Grundgeschichten. Und dann gibt es diese Umwandlungsgeschichten 4 zu 4. Und dann ist es ganz wild mit diesen Rezepten. Alter, leck mich fett, ey. Ich hab gar keinen Bock drauf. Ich glaube, wir brauchen von jedem mindestens eins. Ja, und die brauchen diese gravimetrischen Anlagen. Aber immerhin brauchen die keine Kühlflüssigkeitskacke oder so ein Blödsinn. Die brauchen wirklich nur die Sphären und dann ist gut. Okay, das beruhigt mich schon mal. Die auch? Ja. Ja, okay, immerhin. Immerhin das. Das heißt, generell sind diese beiden Rezepte ja raus aus der eigentlichen Arkosphärengeschichte, ne? Weil die werden nur einmal quasi polarisiert, wenn man das so nennen möchte. Und dann werden die durchgeschoben. Die werden also in ihrer Rohform, werden die dann nie wieder gebraucht. Ja, genau. Oder kommen die hinten bei den Karten wieder in Rohform raus? Nee, ne? Nee, auch nicht, genau. Nicht heute. Heute sammeln wir nur. Joa, 3 Minütchen noch. Aber auch unsere hier Biowissenschaftsanlage läuft durch, ne? Hat auch noch keinen Engpass gehabt. Die Frage ist, kommt der Engpass vielleicht noch? Ja, genau. Vita, ne? Ist immer zu wenig da, na klar. Ich denke mal, dass in den Bahnhöfen und den Zügen so viel gepuffert ist, dass er die 38 Minuten hier noch durchhält. Und wenn nicht, dann warten wir halt zu lange. Sind immer noch 50. Haben die hier jetzt eigentlich irgendwie auf magische Weise noch mehr bekommen? Ne, 78 war vorher schon, ne? Warum auch immer. Hier ist 50 und... Ja, das ist genauso geblieben. Der hat sich irgendwas verschoben. Aber auf jeden Fall nicht die von dem Narquium vorkommen, weil da sind doch die 50 da, wo sie sein sollen. Aber hier sind aus irgendwelchen Gründen mehr drinne. Ach, ist egal. Sollen sie abstürzen? Wo auch immer die herkommen. Ich habe keine Ahnung. Der Song. Warte. Das ist dieser hier. Paradox, the last time. Na gut, nicht ganz richtig geschrieben, aber egal. Gut, 30 Sekündchen noch.
Jo, kein Ding. Na dann. Ja, wir gehen mal auf irgendeine andere Seite, oder? Weiß nicht, welchen Stein finden wir schön? Den hier? Ja, der ist gut. Oh, haben wir sogar noch drin. Perfekt. Jo. Der hat sogar genau das, was er braucht. Außer die Bots jetzt halt, jetzt so, genau. Und dann geht der Spaß weiter, würde ich sagen. Ach so, weil die jetzt in den... warte. Und der kommt da oben sogar auch dran. Ja, perfekt. Dann brauchen wir hier gar nichts machen. Nice. Ja, einen Blueprint brauchen wir davon nicht. Das ist Quatsch. Ja, dann bin ich gespannt, wie viel wir hier rausbekommen. Wie gesagt, so ein bisschen über 20 würde ich schätzen, wenn ich die Rechnung verstanden habe. Vielleicht ein paar mehr. Hier ist nämlich nur eine mehr geworden. Ja, doch. Ich glaube, ich habe gerafft, wie es funktioniert. Und dann müssen wir schauen. Also ich denke mal, wenn wir hier jetzt die 18 raus haben, dann brechen wir ab. Weil hier werden wir nicht mehr viel kriegen. Wobei 100 zu 96 ist eigentlich okay. Doch, kann ich mit leben. Komm, wir ziehen das durch. Aber auch das wird nicht so bleiben. Das Verhältnis wird nachher schlechter werden. Generell können wir auch die Oberflächen löschen von denen, die wir schon waren. Oder ist dann unsere Dingsmarkierung hier raus? Wir testen das mal bei dem hier. Löschen. Nee, warte, bei Darkflare, so rum. Jo. Nee, Markierung bleibt. Okay, perfekt. Das ist gut. Ja, dann ja, wird das Safe Game nicht so voll gemüllt. Ich meine, das kleine Stück wird nicht viel ausmachen. Aber das sind immer viele verschiedene Locations, die jetzt dazukommen, die wir nie brauchen werden wahrscheinlich. Außer für das hier gerade.
Ja, 16. Ja, ich bin gespannt. Also mehr als 30 werden das nicht. Diesmal. Ja gut, dann lassen wir machen. Wie gesagt, wir können nicht viel andere Dinge tun, außer hier zu gucken, ob irgendwelche Dinge passieren oder so. Fetter Schiff gerade nicht da. Wo sind die gerade? Kann man nicht so gut erkennen. Also cool wäre, ne? Ich meine, das ist zwar nett gemeint, dass hier der Name mit dabei steht dahinter, aber wenn man das so schräg versetzt machen könnte, irgendwie, das wäre cool. Dann könnte man wenigstens alles lesen. Aber hier kommt ein MK2 auf jeden Fall. Das ist gut. Ah, 21. Was haben wir noch? Wir haben noch. Na gut, ein paar Sonden haben wir noch. Vielleicht doch mehr. Aber wir haben jetzt schon 13. Ah, ich glaube, das wird. Ja, mal sehen. Mal gucken. Genau, die vier haben jetzt nämlich nur zwei Stück gebracht. Und das wird gleich noch weniger. Ja, auch hier sehen wir jetzt, ne, die Sammler werden mehr, aber die Sphären, da tut sich nicht mehr so viel. Mal gucken. Ja, auch zwei Stück. Ja, der Wert der Sonden hat sich gerade halbiert quasi. Oder sagen wir, die Materialkosten verdoppelt. Naja. Gut, wie schaut das hier mit der Forschung aus? Ist immer noch alles voll. Ja. Ja, die halbe Stunde hält er noch durch hier. Oh, warte mal, diesmal sogar drei? Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Doch, 28, lol. Oh, na denn. Haben wir Glück gehabt diesmal, ne? 4 zu 3. Okay, wir kommen doch knapp über 30, aber ich war dicht dran. Außer die kacken jetzt komplett ab, kann auch sein.
Ja, yep, das war ein Doppelter. Naja, dann haben wir immerhin doch 30. Und vielleicht kommt noch ein paar. Ja, mal sehen. Bin mal gespannt, ob der diesmal auch genau 18 wieder macht. Weil im Grunde genommen haben wir ja noch 8 Sammler. Ja, mal sehen. Das war eine, ja. Aber nicht die. Oh, wir müssen gleich mal gucken, ob das sich hier ausgeht, weil ich glaube, die Bots haben irgendwas verkühlt vielleicht. Ja, mal abwarten, mal gucken. Da war eine. Und da hinten ist noch eine. Genau, er hat jetzt noch und da ist sogar zufälligerweise auch das richtige Ding dabei. Na dann. Aber ein Nachzügler. Naja, okay. Genau, jetzt sind wir hier bei den 18 und der letzte. Mal gucken, ob da noch überhaupt irgendwas rauskommt. Ich befürchte fast nicht. Wenn wir gleich zurückfliegen, also ich werde hier vorher eben speichern auf dem Backup-Spielstand und dann machen wir eben eine kurze Pause. Weil bräuchte man was Neues zu trinken. Aber vorher sammeln wir den Kram nochmal eben ein. Mal gucken, ob da irgendwas rauskommt noch. Nee. Dachte ich mir. Aber hey, ich war nicht so weit entfernt von dem Ergebnis. So, falls irgendwas schief gehen sollte beim Rückflug, können wir von hier wenigstens wieder starten. Genau. Ja, wie gesagt, machen wir den Rückflug und danach geht's, ja, nochmal eine Runde weiter. Cosmic Dustlands und Interstellar Barons haben wir noch. Und die werden wir heute auf jeden Fall noch machen, die beiden. Dann können wir noch die... Ja, die zukünftige Fläche vorbereiten, auf der das ganze Chaos stattfinden soll, nämlich hier oben. Na, da machen wir das. Mit diesen Arkosphäre-Geschichten und dann mal sehen. Aber wie gesagt, wir werden heute noch nicht so wirklich in diese Arkosphäre-Materie einsteigen, weil ich muss mir da echt erstmal Gedanken zu machen. Hier, das ist so beschissen. Bescheiden. Wie auch immer. Aber egal. Kriegen wir hin. Oder auch nicht. Wie gesagt, wir machen erstmal eine kurze Pause. 5 bis 7 Minütchen und dann geht's hier gleich weiter. In dem Sinne, bis gleich.